19.12.2009. Ein ganz besonderer Tag. Borussia Dortmund feiert 100. Geburtstag. Und zwar genau heute. Und es steht noch eine kleine Begegnung an, nämlich Borussia Dortmund gegen den FC Freiburg. Kurz zur Situation. Wenn Dortmund heute gewinnt, schaffen sie auf jeden Fall den Sprung auf die Plätze in den internationalen Wettbewerb. Wir sind heute mal für euch dabei und holen ein paar Ergebnisse rein und lassen natürlich ein paar Fans ein paar Geburtstagsgrüße für den BVB aussprechen. Seid dabei für Do21, Charlie Rabe. Ein Tipp für heute. Also ich tippe 4-1. Große Feier, Borussia Dortmund 100 Jahre. Möchtest du noch ein paar Glückwünsche loswerden? Ich wünsche dem Verein alles Gute für die nächsten 100 Jahre. Vielen Dank. Bitteschön. 3-0 für Dortmund. Oh, super optimistisch. Und du? 4-1. Von wo kommt ihr? Von Stuttgart, Raum Stuttgart. Okay, also fast da hinten schon Freiburg die Ecke, ne? Also nicht ganz so weit. Nicht so ganz, nein. 400 Kilometer sind es genau hierher von uns. Und extra zur 100-Jahresfeier heute angereist oder kommt ihr öfter? Wir kommen öfters. Ich bin schon seit meiner Kindheit BVB-Fan und mein Sohnemann, der ist gut erzogen, der hat nichts anderes werden können als BVB-Fan. Okay, das ist eine schöne Geschichte. Gerade mal so zu Weihnachten. Wollt ihr noch ein paar Glückwünsche los sein zum 100. Geburtstag von BVB? Ja, sicher, wir sind total begeistert. Herzlichen Glückwunsch BVB. Es gibt keine andere Mannschaft, die so stark ist, so gut ist und es gibt nur eine Borussia. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß im Stadion. Tolle Worte heute, danke. 3-0 für Borussia Dortmund. Okay, möchtest du noch einen Glückwunsch für Borussia Dortmund loswerden? Heute ist Geburtstag. Ja, alle Fußballfreunde auf dem Weserbergland, alles Gute und ich bin heute live dabei. Und Grüße an Borussia Dortmund? Auch, recht herzlich, ja, das sowieso. Dankeschön, viel Spaß. 3-1 für uns, ist doch logisch. Du hast dir mal so richtig schön was zugelegt, extra zum Friseur gegangen heute. Nein, gestern schon, aber der BVB wird halt nur einmal 100. Da möchtest du sicherlich auch noch ein paar Glückwünsche loswerden, oder? Ja, natürlich. Ich gratuliere dem BVB recht herzlich und den ganzen Fans und dass wir heute ein schönes Spiel erleben. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß im Stadion. Ja, danke. Tschüss. Euer Tipp für heute? Ich sage, wir gewinnen heute 4-1. 4-1, super. Und dein Tipp? Ja, das Gleiche. Ja. Okay. Wollt ihr vielleicht noch ein paar Grüße loswerden oder Glückwünsche für Borussia heute? Ja, alles Gute zum 100. Geburtstag, das sowieso. Und ich würde sagen, auf die nächsten 100 Jahre, ne? Und du kommst irgendwo so Düsseldorf oder Köln, Heike? Ich komme aus Mönchengladbach. Ah, Mönchengladbach, okay, die andere Borussia, aber hier so richtig in Schwarz und Gelb. Du kennst die richtige Borussia, oder? Ich bin für die richtige Borussia, richtig. Super, vielen Dank und viel Spaß im Stadion. Alles klar, danke. Dein Tipp für heute? 2-1 für Borussia. Okay, und deine? Wahrscheinlich ein 3-0, weil Barrios heute auch schon Hattrick macht. Ja, das wäre mal was. Glückwünsche loswerden vielleicht noch für heute. Ein ganz besonderer Tag. Na, wir wünschen dem BVB noch weitere 100 Jahre und alles, alles Gute. Ja, Gelsenkirchen ist Herbstmeister und wir werden Deutscher Meister. Super, vielen Dank. Viele 3-0 heute. Alle so heiß auf Barrios Hattrick? Wahrscheinlich. Okay. Borussia heute 100 Jahre. Deine Glückwünsche vielleicht noch? Ja, auf die nächsten 100 würde ich sagen, ne? Super, viel Spaß im Stadion, danke. Ja, danke. Ja, Borussia gegen Freiburg heute, dein Tipp? Ich denke mal, dass wir 3 Tore machen, die Freiburger haben keine Chance. Und der Roman hält die Hütte sauber. Und der Baris macht 3 oder wie? Baris macht 2 heute. Und 1 gönnen wir doch mal, ich denke mal, dem Nelson, wenn er dann irgendwann kommt, wird er auch noch 1 machen. Borussia heute, große Feier, 100 Jahre? Ja, natürlich. Vielleicht noch ein paar Glückwünsche loswerden? Also dann möchte ich dem Verein gratulieren, dass er so lange durchgehalten hat und vor allem auch die Mitglieder und natürlich den tollen Fans, die immer da sind und für den Verein dastehen. Ne? Super, vielen Dank. Viel Spaß im Stadion. 3-0. Was sagen die Mädels? Keine Ahnung. Ja, 3-0. 0? Ja, auch 3-0. Also, merkwürdig heute wirklich. Ihr seid jetzt die Zehnten, die so irgendwo 3-0 sagen. Echt? So optimistisch? Ja, klar. Heute waren auch viele Tore, ich glaube doch 3-0. 100 Jahre Geburtstag, vielleicht noch ein Gruß oder einen Glückwunsch für Borussia? Ja, alles Gute für diese Saison erstmal. Ich hoffe, dass wir in den Europapokal kommen, klar. Ja. Und ihr auch nochmal einen kleinen? Ja, alles Gute. Borussia Dortmund, 100 Jahre echte Liebe. Und die nächsten 100 Jahre fangen jetzt an. Super, vielen Dank und viel Spaß im Stadion. Danke. Dein Tipp für heute? 3-0 natürlich.
Und Borussia heute 100 Jahre, Glückwunsch vielleicht noch? Ja, alles, alles Gute. Wir sind natürlich nachher da bei der Feier auch. Ach, anschließend auch noch bei der Feier dabei? Direkt rüber. Also in Halle 09 oder in der Großen jetzt? Das weiß der Chef, der Großen. Der Großen, super. Und anschließend dann wahrscheinlich nochmal in die Halle 09, dann wird es eine ganz lange Nacht heute, oder? Normal. 100 Jahre wird man nicht alle Tage und eine Religion. Von daher, wir feiern durch. Bis morgen früh. Und singen Bumswallerer. Nein. Dein Tipp habe ich jetzt noch nicht. Ja, ist ja geklaut worden, 3-0. Und wir stellen noch einen Rekord auf, ne? Groß auch noch vielleicht an Borussia oder Glückwunsch? Ja, auf die nächsten 100 erfolgreichen Jahre und dass die Blau-Weißen ewig hinter uns bleiben. Super Statement, vielen Dank. Und ihr auf dem Weg ins Stadion, dein Tipp für heute? Mein Tipp für heute, 5-1. Okay, und du? Ja auch. Ach, 5-1? Oder 3-1. Super. Möchtest du denn jemanden grüßen heute? Ja, meine Mutti. Und der BVB hat heute feiert heute den 100. Geburtstag. Vielleicht hast du da auch noch irgendwie was zu sagen. Möchtest du den BVB vielleicht auch noch beglückwünschen oder so? Ja, also ich möchte, dass der BVB heute gewinnt. Das ist dein Geburtstagsgruß für heute. Ja. Super, schön. Ja. Und du vielleicht auch noch ein paar Glückwünsche rüber schicken? Ja, ich bin ja vom ersten Tag an dabei, das sieht man ja, ne? 100 Jahre BVB, das sind auch 100 Jahre Albert Hoffmann, ne? So muss das sein. Und wir gehen auch die nächsten 100 Jahre zusammen durchs Leben. Ja, vom Bart her passt das. Ja gut, den schneide ich ja zwischendurch, das fällt gar nicht auf, ne? Und heute Abend wahrscheinlich auch noch auf der 100-Jahres-Feier, oder? Ja gut, ich habe ja 3 Einladungen und ob ich da eine annehme, mal gucken. Man will ja keine 2 Leute enttäuschen, ne? Aber ich werde wohl hingehen, ja. Alles klar, wünsche euch viel Spaß im Stadion. Danke. So, euer Tipp für heute. Ihr kommt aus Freiburg angereist, extra um natürlich den Gegner von Borussia Dortmund heute ein bisschen zu unterstützen. Komm, haben wir einen Tipp? Profi da. Ja, aber du hast doch einen Tipp da für heute. Ich würde sagen, für beide, also dass es unentschieden ausgeht. Fände ich zum Geburtstag toll. Okay. Ja? Willst du dem BVB auch noch irgendwie Glückwünsche übermitteln? Weil ich sehe gerade, ihr habt hier so einen tollen Sticker von der Konkurrenz her, von der Ruhrnachrichten. Den haben wir alle gekriegt, ja. Sympathiehaft. Gratuliere mir der Borussia recht herzlich zum 100-Jährigen. Super, vielen Dank. Ja. Viel Spaß im Stadion. Und dein Tipp für heute? Ich hoffe unentschieden, aber ich denke, es gibt eine Niederlage. Für euch eine Niederlage? Für uns, ja. Immer, weil Borussia ist so gut in Fahrt zur Zeit, gell? Von dem her denke ich, dass es uns nicht so gut geht heute. Ja, so bescheiden sind die Freiburger halt. Ja, genau. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Willst du ein paar Glückwünsche loswerden? Ja, ich finde Borussia ein total guter Verein, gell? Und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank und viel Spaß in Spanien. 3-1 für uns, für Borussia. Okay, willst du vielleicht auch noch ein paar Glückwünsche loswerden? Ja, ich wünsche hier dem Verein und für die nächsten 100 Jahre auch alles Gute und hoffe, dass es so weitergeht mit Kloppo, dass Kloppo noch lange Trainer bei uns ist. Super, vielen Dank. Okay, ciao. Ich würde sagen 5-1. 5-1, ja. Super. Ja. 4-1. Ihr seid ja schon heute richtig gut in Stimmung. Vielleicht noch ein Gruß für Borussia oder ein Glückwunsch? Ja, also ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für das 100-Jährige und wir hoffen, einen Sieg, genau, dass Sie gewinnen und dass auch ganz tolle Stimmung im Stadion ist und ja, dass alles gut wird heute. Ich glaube, die haben wir heute 100%. Ich wünsche euch viel Spaß, danke. Ja, danke. Ich sage 4-1 für Dortmund. 4-1 für Dortmund. Ja. Möchtest du vielleicht noch Glückwünsche loswerden? Ja, ich würde auch sagen, alles, alles Gute und dass wir ein schönes Spiel haben und hoffentlich sind die Freiburger auch nett zu uns. Kommt ihr denn heute Abend noch auf die Fanparty oder in die Westfalenhalle? Da ist heute auch noch was los. Nee, leider nicht. Ich mache dann zu Hause noch einen DVD-Abend. Okay, wünsche ich euch viel Spaß. Dankeschön. Dein Tipp für heute? 2-1. Glückwunsch für Borussia vielleicht noch auf Lager? Ja, herzlichen Glückwunsch zum 100-Jährigen. Danke. Dein Tipp? Ich tippe ein 3-1 heute und alles Gute weitere 100 Jahre. Super. 2-0 und hoffentlich macht Schalke keine Meisterschaft. Ach, das glaube ich nicht, oder? Ich denke mal... Keine Herbstmeisterschaft. Ja, super. Noch ein paar Glückwünsche vielleicht für Borussia heute? Ja, alles Gute zum 100-Jährigen und weiter so. So, und du bist der Süßeste hier von allen. Hast ja echt mal eine tolle Macke da oben. Wo ist denn das passiert? Zu Hause, ne? Zu Hause. Zu Hause hast du dir wehgetan und heute gehst du zu Borussia. Was tippst du denn? 19-0? Ja, das wäre doch mal eine Maßnahme. Ja, wünsche ich dir auch viel Spaß im Stadion. Tschüss. Danke.
Ja, das waren ja mal richtig tolle Ergebnisse hier heute. Das meiste 3:0. Ob es denn dann so passt, werden wir sehen. Ich springe jetzt mal ins Stadion oder zumindest schon mal in die Richtung vom Stadion. Heute Abend geht es noch weiter und ich denke, da kommen noch viel, viel Bilder mehr. Lasst euch überraschen. Impressionen seht ihr nach meiner Absage hier. Ciao und Borussia Dortmund. Natürlich herzliche Glückwünsche auch von duo21.de. Wir sehen uns im nächsten Jahr, hoffentlich bei der Meisterschaft auf dem Rathausplatz. Ciao, Charlie Rabe.